zu begleiten. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Von deutschem Boden werden immer noch Kriege vorbereitet. Die deutschen Häfen und Garnisonsstädte werden von der amerikanischen Militärmacht in Stützpunkte für den Krieg in Vietnam umgewandelt. Wir werden es nicht zulassen, dass sich die deutsche Regierung von den Amerikanern als Handlanger ihres imperialistischen Krieges in Vietnam missbrauchen lässt. Du bist doch Ulrike Meinhof. Das ja. Zwingt uns, rechtlich misslegitime Aktionen, Sabotage und Blockade zu starten. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Das war ein Befehl! Der Angriff! Das war ein Befehl! Der Hitzel, dass wir wagen, zu seinem Befehl zu entfalten! Oh, was ist das einfach getan? Das ist der hat mich verlogen! Der hat mich verlogen, sogar die uns selbst! Die gesamte Generalität ist im Zweifel als ein Haufen niederverreißender Freunde oder Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge? Verreißer, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuer! Jetzt ist Krieg. Diese Schweine, das kriegen die zurück. Kaltblütig abgeknallt. Ganz klar gibt's einen Schießbefehl. Die machen jetzt gezielt Jagd auf uns. Wir müssen die Bullen direkt angreifen. Polizeihubschrauber in die Luft jagen, die Dienststellen beschießen. Irgendwas machen! Da steht im Widerspruch zur Hauptlinie. Ich scheiße auf die Hauptlinie! Nämlich den bewaffneten Kampf gegen den Imperialismus. Und das heißt konkret gegen die US-Militärpräsenz in der Bundesrepublik und in West-Berlin. Bald sind mehr von uns drin als draußen. Wir müssen planvoller und umsichtiger vorgehen. Wie soll das aussehen, bitteschön? Wir brauchen mehr Sicherheitsmaßnahmen. Wir können nicht einfach in eine fremde Stadt gehen und eine Aktion starten, ohne mit der Örtlichkeit vertraut zu sein. Sonst wäre das mit Petra nicht passiert. Die Fehlschläge waren die Schuld von Einzelnen. Es ist nicht die Gesamtplanung. Wenn es nicht weitergeht, müssen Fehler gemacht worden sein. Naja, klar sind Fehler gemacht worden, aber von Einzelnen! Wenn es hier nicht klappt, dann gehen wir mal schnell in die nächste Stadt. Es ist nie überlegt worden, warum das nicht klappt. Ihr Fotzen! Eure Emanzipation! Die besteht doch nur darin, dass ihr eure Männer anschreit! Baby, das kannst du gar nicht wissen. Die Medaille. Sehr. Gratuliere. Verlassen Sie Berlin. Noch ist es nicht zu spät. Zu spät? Ebel, kommen Sie doch. Politik machen. Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen. Mein Führer. Es ist gut.
Mein lieber Himmler. Mein treuer Heinrich. Mein treuer Heinrich. Es ist Gott. Gehen Sie nur. Der Mann ist fertig. Naja, was soll man von einem erwarten, der weder raucht noch trinkt und überdies Vegetarier ist? Jetzt mal im Ernst, Fegelein. Ich werde wohl die Sache selbst in die Hand nehmen müssen. Berlin wird fallen und das in wenigen Tagen. Wenn der Führer tot ist, mit wem, glauben Sie wohl, werden die Alliierten verhandeln? Was macht Sie denn so sicher, dass die Alliierten mit Ihnen verhandeln wollen? Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Charlie, wir müssen weiter. Es tut mir leid, ich komme nicht. So kommt's doch. Kommt's! Weiter, weiter, kommt sie! Halt, wer da? Herr Hebel? Hebel! Gott sei Dank, Sie leben. Wo sind denn die anderen? Ich weiß nicht. Freilunge irgendwo. Vielleicht. Die meisten aus meiner Gruppe sind sicher tot. Ich hätte niemals den Bunker verlassen dürfen. Ich hätte mich längst erschießen sollen. Aber ich konnte nicht.
Jetzt essen Sie erstmal was. Zum Sterben ist immer noch Zeit. Das ist ja Artillerie. Du spinnst doch, woher sollen die mit Artillerie schießen?